Wenn wir von Anschlägen radikaler Muslime hören, dann sind wir beschämt, meint Fuhr Zanac, der Präsident der muslimischen Glaubensgemeinschaft Österreichs, in einer Podiumsdiskussion an der Universität Innsbruck Ende April dieses Jahres. Fuhr Zanac macht mir deutlich, dass es wohl viele Muslime gibt, die absolut dagegen sind, wenn einige aus ihren Reihen gegen andere Gewalt ausüben und sich dabei auf den Koran berufen. Ich weiß, es gibt im Koran Stellen, die aufrufen zur Gewaltanwendung gegen andere. Gleichzeitig sehe ich auch diese Verse im Koran, die appellieren, dass die Muslime mit allen Menschen friedlich umgehen. Ich denke, insgesamt transportiert der Koran auch sehr viele gute Gedanken. Ich denke dabei an einen Workshop, an dem ich selber teilgenommen habe. Dort hat eine Muslima gesagt, Mohammed ist für uns der letzte der Propheten. Er hat seine Botschaft vom Erzengel Gabriel. Jesus hat im Koran den Beinamen das Wort Gottes. Diese Aussage hat mich berührt. Ich weiß, dass die Muslime unter Wort Gottes etwas anderes verstehen als wir Christen. Und doch sehe ich in dieser Bezeichnung des Koran eine tiefe Weisheit, die auf den Kern unseres christlichen Glaubens hinweist. Denn das glauben wir Christen und das glaube auch ich. Jesus ist mehr als ein Prophet. Er ist mehr als die Großen der Menschheitsgeschichte, wie zum Beispiel Buddha oder Sokrates. Er ist das Sprechen, das aus dem Innersten Gottes herauskommt. Er ist das Wertvollste für uns Christen, das es gibt. Und deshalb möchte ich meine Existenz auf die Botschaft Jesu bauen, denn ich bekenne, Jesus ist das Sprechen, das aus dem Herzen Gottes kommt, das Wort Gottes.